Guten Abend, liebe Geschwister. Der Herr segne uns alle heute an diesem Abend. Danke erstmal dem Herrn, dass wir heute hier unter euch sein dürfen. Also ich für mich selber erstmal danke dem Herrn, dass ich hier sein darf. Heute, der Herr hat uns den Weg geöffnet. Wir wollten ja erst eigentlich schon nach Leonberg, da zu der Versammlung, aber leider ist es nicht so gewesen. Oder sagen wir mal, Gott sei Dank, denn dass wir hier sind, denke ich, ist kein Zufall. Der Herr hat andere Pläne, seine eigenen Pläne, und wir haben oftmals unsere Pläne. Und wir sehen doch so oft, dass unsere Pläne nicht übereinstimmen mit den Plänen des Herrn. Der beste Plan ist natürlich der des Herrn, ne? Unsere Pläne sind, wie man so sagt, im Volksmund so für die Füße. Die besten Pläne sind die, der Herr für uns hat. Und danach sollten wir uns richten und danach sollten wir gehen. Ohne Prüfung kommt keiner in das Reich der Himmel, sagt uns der Herr. Weil der Bruder hat ja vorhin schon angesprochen. Podimir. Vielleicht ist es eine Prüfung. Aber ohne Prüfung, die wir alle überstehen müssen. Und jeder von uns wird in eine Prüfung kommen. Und wir werden noch als Gemeinde und als die Braut Jesu Christi werden wir viele Prüfungen noch haben, bis wir an unser Ziel angelangen. Und die müssen wir bestehen, sonst können wir unser Ziel nicht erreichen. Meine Prüfung muss ich bestehen, für mich. Und an jeder von uns muss seine Prüfung bestehen. Der Bruder hat auch gesagt, manche sagen vielleicht, ihr habt keine Liebe. Also die Gemeinde hat keine Liebe. Aber ich habe auch mal gehört, ein Bruder hat mal gesagt in einer Predigt, und das ist mir hängen geblieben, und das ist auch, denke ich, für uns alle, dass wir uns das in unser Herz schreiben. Wenn der Herr uns eines Tages fragen wird, Michael, hat der Lefteri dich geliebt? Oder hat der Hans-Paul dich geliebt? Oder wird er mich fragen, Michael, hast du den Lefteri geliebt? Oder hast du den Hans-Paul geliebt? Was glaubt ihr? Ihr könnt für euch selber entscheiden. Der Herr sagt uns auch was Schönes in seinem Wort in Jesaja. Freut euch, also Jesaja 66 ab Vers 10, freut euch mit Jerusalem und frohlockt über sie. Wer ist Jerusalem? Die Gemeinde Gottes ist Jerusalem. Und wir sollen uns mit der Gemeinde freuen. Ihr alle, die ihr sie liebt, frohlockt, teilt nun auch ihre Freude mit ihr alle, die ihr euch um sie betrübt habt. Wer wird sich mit ihr freuen werden? Die sich auch mit ihr betrübt haben. Was heißt betrüben? Ich habe gebetet für die anderen Geschwister. Ich habe die anderen Geschwister geliebt. Und ich habe versucht zu tun, oder ich habe getan, was ich konnte für die anderen und für die Gemeinde. Und ich war besorgt um die Gemeinde, als ich gesehen habe, dass die Gemeinde nicht so gut läuft, wie es eigentlich hätte sein sollen, oder wie ich gedacht habe manchmal, wie es hätte sein sollen. Und da war ich betrübt. Und was haben wir gemacht? Wir haben gefastet, gebetet. Wir haben uns auch mal, ja, auch wir sind arbeiten gegangen, haben unseren Schweiß etwas aufgebaut in unserem Leben und davon auch was abgegeben für die Gemeinde, für Geschwister, die in Not waren, oder für Menschen, die auch mal in Not waren. Und das ist auch die Gemeinde lieben und für die Gemeinde betrübt gewesen zu sein. Das heißt, wenn wir sehen, dass irgendwas nicht ist, dass wir dann ins Gebet gehen, weil das ist unsere Waffe. Das Gebet und das Fasten, aber auch die Gemeinschaft ist auch eine Waffe. Warum will der Teufel will nicht die Gemeinschaft? Der will die ganzen Familien alle, dass sie sich scheiden lassen, dass die Familien verstritten sind. Der will keine Gemeinschaft. Der will nur eine Lügengemeinschaft, dass einer den anderen nicht trauen kann. Dass einen den anderen belügt.
dass wenn es dann mal wirklich um ein Problem geht, dass der eine den anderen sitzen lässt, wenn es hart auf hart kommt, wie der falsche Hirte, wenn es ein Problem gibt, schmeißt er seinen Stock weg und ist der Erste, der wegläuft. Und die Schafe? Egal. Aber was macht der gute Hirte? Der gute Hirte ist da und hält den Stock in seine Hand und ist der Letzte, der eigentlich weggeht. Natürlich, bei Jesus wird es nicht weggehen, wird es nicht vorkommen, dass er weggeht. Und auch einer, der seine Gemeinde liebt, der bleibt auf seinem Platz und kämpft für seine Gemeinde und kämpft um die Gemeinde. Und das tut auch mal weh. Und die werden sich am Ende freuen. Im himmlischen Jerusalem, ewiglich. Und das ist für uns, das ist für uns, was der Herr für uns möchte. Und das ist ein Plan, den er uns auch offenbart, weil gewisse Pläne offenbart uns auch der Herr in seinem Wort. Und das ist, dass wir ewiglich bei ihm sein dürfen, in Frieden und Freude und Gerechtigkeit, ohne Schmerzen und Krankheit und Leiden. Und jetzt mal die Zeit, die wir hier haben. Unser Bruder Gerhard hat seine Prüfung bestanden, hoffentlich. Und hoffentlich sind wir auch alle dabei und bestehen unsere Prüfung. Amen. Amen. Ja, der Bruder hat es gesagt, wir haben eine Prüfung, jeder von uns, immer. Und das passt auch zu dem Wort, das ich mit euch teilen möge, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21. Da sagt uns der Herr im 19. Vers, gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass wir das, was wir begonnen haben vor, wann muss jeder selber wissen, bei mir vor fast 12 Jahren, dass wir schauen, dass wir es auch beenden. Heute ist es üblich, dass man davonrennt, dass man sagt, ich probiere was anderes. Aber das ist nicht, was der Herr will. Wir sollen ausharren, wieso unsere Seelen, die haben wir doch, die Seele ist doch hier in mir drin. Ja, aber die Seele kann zwei Wege gehen, später mal. Zum Herrn oder in die Dunkelheit. Und das ist das Ergebnis der Prüfung, die wir bestehen müssen. Als der Bruder über die Prüfung sprach, fiel mir das ein, als ich im Studium war, teilte sich in zwei Teile, ein Grundstudium und ein Aufbaustudium. Und da mussten wir im Grundstudium 4 Semester Mathematik hören. Manche Schüler werden jetzt in Ohnmacht fallen, so viel, so lange. Und das war ein Professor, der war sehr streng, sehr formal. Und viele haben gesagt, um Gottes Willen, bei dem eine Prüfung schreiben, das bestehen wir nie. Nee, wir gehen zu einem anderen. Wir warten ein Jahr und machen dann die Prüfung beim anderen Professor. Und der hat gesagt, ihr habt bei mir nicht gehört. Geht zu dem, bei dem ihr gehört habt. Dann sind sie alle durchgefallen. Von uns 330 haben 30 bestanden, aber die, die direkt die Prüfung gemacht haben. Und das will der Herr von uns. Wir sollen ausharren, wir sollen den Kampf aufnehmen, wie der Bruder es gesagt hat. Wir sollen kämpfen für die Gemeinde. Wer ist denn die Gemeinde? Wir hier, ja. Das heißt, ist das die Aufgabe von Bruder Lefteri, uns zu bespaßen, jedes Mal, wenn wir uns hier treffen? Nein, wir sind alle ein Teil der Gemeinde. Das heißt, wir müssen uns selber mit einbringen. Wir müssen mitarbeiten. Wir müssen im Gebet auf den Knien sein, dass wir als viele zum Herrn schreien. Wenn immer nur einer zum Herrn schreit, alle anderen geht es ja gut, mag er vielleicht sagen. Aber wenn wir alle zusammen sind, alle, dann werden wir auch laut vom Herrn gehört werden, weil wir haben ein großes Geschenk vom Herrn bekommen. Wir haben nämlich Liebe von ihm bekommen. Wir können uns das nicht vorstellen. Die Kinder haben, die kennen das, weil wir in der Gemeinde sind, bin ich mir sicher, dass sie es kennen, die Liebe, die sie für die eigenen Kinder haben. Aber die Liebe, die der Herr für uns hat, geht über das, was wir uns vorstellen können, weit, weit hinaus. Deswegen sagt uns der Apostel Paulus uns ja auch im Römerbrief, ihr kennt es alle im Kapitel 8, Vers 38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder hohes noch tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden mag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es gibt nur einen einzigen, der uns davon trennen kann. Und den waschen wir jeden Morgen im Spiegel. Wir selbst können entscheiden, was machen wir? Wollen wir diese Liebe annehmen? Wollen wir sie erwidern? Überlegt euch, ich glaube, es ist jetzt keiner da, der noch Junggeselle ist, ich kann es von hier oben schlecht sehen. Ihr liebt jemanden, ihr gebt ihm die Liebe. Immer, und da sagt euch immer wieder, verschwind, ich will mit dem nichts zu tun haben. Irgendwann wirst du sagen, rutsch mir noch einen Puckel runter. Wir Menschen hören dann auf. Aber der Herr hört nicht auf, er hält seine Hand. Solange wir leben, hält er sie hin und sagt, ergreife sie. Und deswegen, wenn wir diesen Weg begonnen haben zu gehen, wann, weiß jeder selber, sollen wir ihn auch zu Ende gehen. Die Verführung ist groß. Die Welt, sie lockt. Vielleicht verführen wir uns auch selber, weil wir vielleicht mal Anstoß nehmen. Wir hören etwas, aber wir verstehen es anders, als der Bruder oder die Schwester es gemeint haben. Meine Frau und ich hatten es uns gestern ein wenig, oder vorgestern war es, glaube ich, ein bisschen behagt, will ich mal vorsichtig sagen, weil wir gesprochen haben, aber was sie gesagt hat, habe ich falsch verstanden, was ich gesagt habe, hat sie falsch verstanden. Und dann können wir, wenn wir nicht die Liebe des Herrn in uns haben, ein Riesenproblem bekommen. Aber wir sind ja hier, wir haben das Problem immer gelöst. Aber wir müssen aufpassen. Deswegen sagt der Herr, seid wachsam. Der Herr sagt nicht, was hörst du? Wir lesen das vielleicht. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen nicht so sehr auf. Der Herr sagte nicht, was hörst du, sondern wie hörst du? Wie liest du? Lesen wir an einer anderen Stelle. Wie? Mit welchem Herzen? Mit welchen Ohren? Ohren, die bereit sind, sofort in den Kampfmodus zu springen oder einfach mal nachzudenken. Hat denn der Bruder, die Schwester recht, wenn sie mir irgendetwas sagt, ist das vielleicht, oder vielleicht sogar der Bruder Lefteri oder die Ältesten oder die Diakone, wenn sie was zu mir sagen, nicht immer sofort sagen, ich nicht, die anderen. So wie Adam. Ich? Nein, die Frau, die ist schuld. Das müssen wir ablegen. Und wenn wir das ablegen, dann sind wir auf dem Kampf des Ausharrens, dass wir unsere Seele mitnehmen zum Herrn, weil von dem kommt sie ja. Wir lesen es ja im ersten Buch Mose, der Herr hat uns eine lebendige Seele gegeben. Und ich fasse das jetzt mal mit meinen Worten zusammen, er erwartet, dass wir sie ihm zurückbringen. Deswegen sollen wir ausharren. Deswegen sind wir hier. Deswegen fährt der Bruder Lefteri nach Italien, wir fahren nach Indien, wir fahren nach Düsseldorf, die Arbeiter fahren Gott weiß wohin, damit sie dienen und damit wir alle gestärkt werden, in der Liebe. Wir standen in Leonberg und es war zu. Dumm gelaufen. Was haben wir gemacht? Haben wir uns geärgert? Also ich nicht. Also, kann doch gar nicht sein. Haben wir zum Telefon gegriffen und haben mit dem Bruder Dionysi gesprochen. Und gesagt, ist nichts? Ich sagte, ist nichts. Wieso kommst du drauf? Komm zu uns. Das ist die Liebe, dass der andere sagt, nee, du bist nicht angemeldet, kannst du vielleicht übernächste Woche kommen, da wird es uns gerade passen. Nein, das ist die Liebe, die wir haben sollen. Wenn ein Bruder dasteht und sagt, ich weiß das nicht weiter, nimm ihn auf, kümmere dich um ihn. Dann wirst du ein Fleißstrich beim Herrn bekommen, weil das ist, was der Bruder sagte, er wird dann fragen, wird nicht fragen, hast du diesen Bruder geliebt? Das wird er fragen. Nicht, hat er mich geliebt? Ich weiß es nicht, ob ihr mich liebt. Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, weil das ist eine schönere Vorstellung, als wenn ich sage, wenn ich jetzt runterkomme, wollen alle auf mich einschlagen. Aber das wird uns der Herr fragen. Er wird fragen, was hast du getan, damit die Gemeinde, in der wir hier versammelt sind, damit sie voranschreitet? Wir können klagen. Das fehlt. Aber durch Klagen wird nichts behoben. Wenn wir aber anpacken, wenn wir kämpfen, können wir gewinnen. Wenn wir eine Prüfung machen, viele, die hier aufgewachsen sind, haben eine Lehre gemacht, dass da am Ende stand eine Prüfung. Am Ende eines Studiums steht eine Prüfung, am Ende der Schule steht eine Prüfung. Wenn wir mit irgendwas angefangen haben, also zumindest in Deutschland ist es so,
dann hast du eine Prüfung irgendwann. Nach der Schule, nach der Berufsausbildung. Und wenn du dich dann weiter damit beschäftigst, Prüfungen immer wieder, immer wieder. Und wir sehen auch Ergebnisse, wenn wir die Prüfungen nicht verrasseln, sondern wenn wir sie bestehen. Von den Menschen kriegen wir dann vielleicht Lob, dass wir die Prüfung bestanden haben. Vom Herrn kriegen wir auch einen Lob. Der Bruder Gerhard hat das höchste Lob, er ist nämlich am Ziel. Er hat seine Seele gewonnen durch das standhafte Ausharren, mit dem er uns hier ein Beispiel war. Ich habe ein bisschen Probleme, weil wir sitzen in der gleichen Bank. Ich könnte jetzt eigentlich nach vorne rücken. Ich habe ein bisschen Probleme, mich auf diesen Bank, auf diesen Platz zu setzen, weil das ist ein Platz, er hat da viel gekämpft. Ich habe viel neben ihm gebetet. Und diesen Kampf müssen wir kämpfen, dass wir siegreich sind. Siegreich, weil es wäre schön, wenn wir alle, so wie ich das beim Bruder Garek, den wir gestern besucht haben, gesehen habe, als ihr ihn besucht habt am Dienstag mit Musik, dass wir an so einer langen Tafel dann sitzen beim Herrn und uns freuen, dann nicht in dicke Jacken gehüllt, weil es kühl war, sondern in weiße Gewänder mit goldenem Gürtel und aus was weiß ich, was wir dann essen und trinken, darum geht es ja nicht, aber dass wir Gemeinschaft in Ewigkeit haben. Ewigkeit, das kann kein Mensch sich vorstellen, kein Mensch. In der Mathematik gibt es den Begriff der Unendlichkeit. Die Mathematiker, die haben da wahrscheinlich schon dreimal von unendlich zurückgezählt. Das ist ein Begriff, den kann kein Mensch fassen. Wir können es. Selbst die größte Zahl an Jahren ist nichts gegen die Unendlichkeit, die wir uns vorstellen können. Diese Zeit können wir dann zusammen sein. Leben hier auf der Erde, wollen Sie, gucken Sie, kann ich mal 100 Jahre leben? Schaffe ich vielleicht 110 Jahre? Nein. Mit dem Herrn schaffen wir Milliarden Jahre und weitere Milliarden Jahre, was immer das auch sein mag. Deswegen sollen wir kämpfen, diesen Kampf des Gebetes. Ich habe es hier schon mehrfach gesagt, wenn ich zum Teil müde nach Hause komme, meine Frau, hatte ich immer den Eindruck, sie versteht das nicht, wenn ich von dieser einfachen Schreibtischarbeit, man sitzt da, klimpert auf seiner Tastatur rum und ist abends müde. Nun hat sie mal mit mir zusammen was zu tun gehabt im Büro, hat sie 7 Stunden gearbeitet und war hinterher sehr müde. Ja, auch diese Arbeit, ich arbeite nicht körperlich, ich muss nicht Tonnen stemmen, aber ich bin geistig angestrengt, dann bin ich müde. Aber wenn ich ins Gebet gegangen bin, danach nach dem Essen, Moment gewartet, wenn wir gebetet haben, habe ich Kraft gekriegt vom Herrn. Die Kraft, damit wir wieder kämpfen können, damit wir die Prüfung bestehen. Jeden Tag haben wir eine neue Möglichkeit, eine Prüfung zu bestehen. Und wenn wir das am Ende, die Summe aller Prüfungen in einem Zeugnis, so will ich es mal nennen, wie es die Menschen nennen, dann ausgehändigt bekomme, dass jemand sagt, du guter und treuer Knecht, du warst mir im Wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Vielleicht hören wir sowas, aber wir können dann diese Pforte durchschreiten, wo wir es auch in einem Lied singen, wo dann der Löwe und das Lamm und der Wolf von einem Kind gehütet werden und alle gemeinsam auf dieser Wiese sind, dass wir alle in Ewigkeit in einem Bereich sind, den wir uns heute nicht vorstellen können. Als wir unseren Beruf erlernt haben, als wir die Schule beendet haben, als egal was wir gemacht haben, als wir es angefangen haben, konnte sich keiner vorstellen, was als Ergebnis rauskommt. Weil wir hatten so eine ungefähre Vorstellung, ich mache vielleicht mein Abitur und dann, ja, was ich dann mache, weiß ich nicht. Oder ich lerne einen Beruf, was da kommt, ich weiß es nicht. Aber wenn ich es mit Freude mache, ist meine persönliche Meinung, habe ich am Hinterher auch ein gutes Ergebnis. Und lasst uns diesen Kampf im Gebet, im Fasten, in der Gemeinschaft hier, ja, es ist ein Kampf. Wir hätten auch heute Abend auf der Couch bleiben können, alle. Jeder in seine eigenen, in irgendeine Glotzkiste reingucken, irgendwas angucken, dass wir gemütlich dann einschlafen können bei diesem Fernsehprogramm oder was auch immer jeder macht. Aber da kämpfen wir nicht. Da werden wir weggeführt. Gefangen weggeführt zu denen, die nicht in der Helligkeit wandeln. Deswegen, Geschwister, lasst uns diesen Kampf wirklich kämpfen. Wir werden die eine oder andere Prüfung vielleicht nicht bestehen, aber wir haben
im Gegensatz zu den Menschen einen gnädigen Herrn, einen barmherzigen, einen gütigen Herrn. Oder Hans Paul hat die Prüfung nicht bestanden. Macht es er eben nochmal. Wieder nicht bestanden. Machst du sie halt nochmal. Irgendwann hast du sie bestanden, dann gehst du eine Stufe höher. Auch wieder am Ende mit einer Prüfung. Aber am Ende steht ein gutes Resultat, was, so glaube ich, mich der festen Überzeugung, jede Prüfung, jede Anstrengung und jede Mühe wert ist. Und der Herr möge uns segnen mit dieser Erkenntnis und der Ausdauer, dass wir dies alles erkämpfen werden. Amen.